Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf gregspinisch.rpgheaven.de zu einer weiteren Ausgabe von Ausgepackt, dem Unboxing-Format mit Stuff von heute, Stuff von gestern und allem, was mir so in die Finger kommt, was ich euch gerne präsentieren möchte. Ich habe häufiger gesagt, wenn wir solche Videos immer wieder mal machen, so häufig habe ich nicht mehr die Gelegenheit, weil so viel digital mittlerweile erledigt wird über die Videospielindustrie und es nicht besonders viel bringt, wenn ich hier, was weiß ich, mir einen Screenshot meiner Steam- und PSN-Einkäufe hier mache und dann zeige, guck mal, das ist ein toller Screenshot. Aber ab und zu ist es ja mal so, dass ein paar schöne Sachen zusammenkommen und in den letzten Wochen und Monaten hat sich wieder ein bisschen was Physisches bei mir angesammelt und das will ich in den nächsten Ausgaben euch mal ein klein bisschen präsentieren. Heute möchte ich euch zwei verschiedene Sachen zeigen. Ich packe die mal beide kurz ins Bild, nämlich ein bisschen Retro-Re-Releases, kann man das schon so sagen? Eigentlich schon, beides hier. Zu einem haben wir die Sonic Mania Plus, ja, Collector's Edition. Haben sie die Collector's Edition oder zumindest die Sonic Mania Plus Edition für die Nintendo Switch da? Und wir haben einmal die Street Fighter 30th Anniversary Collection für die Xbox One. Kommen wir erstmal kurz zu Sonic und das Spiel hatte ich auch schon mal, jetzt fällt schon hier unten auseinander, das wollen wir natürlich noch nicht machen. Das Spiel hatte ich schon mal ein bisschen häufiger hier auf dem Kanal vorgestellt, hat ein Review dazu gemacht, sehr, sehr schönes, ja, neues Sonic-Spiel aus dem vergangenen Jahr im Stil der alten Klassiker gewesen und an dem Spiel gab es vielleicht ein oder zwei kleine Sachen zu mäkeln. Ich wusste, dass die Nintendo Switch-Version noch so ein paar kleine Bugs hatte, so dass der Home-Button nicht richtig funktioniert hat und da ein bisschen leicht dezente Framerate-Probleme gewesen sind, deshalb habe ich es auch auf der PS4 gespielt, aber es war auch nur ein digitales Game, das heißt, es gab es nur als Download, die Special Edition, die ganz, ganz große mit diesem Plastik Mega Drive von dem Sonic, die wir im Retro Club gezeigt haben. Ja, die hatte nicht mal ein Modul oder eine CD drin, sondern die hatte einfach einen Download-Code mit dabei. Aber das Ding war so erfolgreich und so beliebt, dass man sich nicht nur innerhalb des letzten Jahres dran gesessen hat und inhaltlich etliche neue Sachen gemacht hat, die ich gleich nochmal ein bisschen drauf ein, sondern auch unter dem Namen Plus, man sieht es ja hier, Special Editions rausgebracht hat, die endlich ein physisches Modul zusammengepackt haben. Wir haben hier im Speziellen die Nintendo Switch-Version, weil die nicht nur inhaltlich verbessert wurde. Ich habe das Spiel bereits auf der PS4 und wollte mal eine andere Plattform haben. Wenn ich das nochmal spielen würde, dann würde ich das wahrscheinlich eher unterwegs machen und da ich gehört habe, dass die Switch-Version verbessert und korrigiert wurde, warum nicht das da machen? 29,99 ist die unverbindliche Preisempfehlung, was ein ganz guter Preis ist dafür, dass man nicht nur diesen formschönen Pappschuber bekommt, der zu einem dieses Artbook enthält. Hat die Kunst von Sonic Mania, die auf einer Handvoll Seiten mal ein bisschen verdeutlicht. Ja, ich finde es immer sehr, sehr schön, dass wir dieses klassisch aussehende Artwork hier nochmal haben. Sonic Mania ist ja auch quasi eine Art Liebesbrief zu den Mega Drive Sonics gewesen. Und ich finde sogar so besser als der größte Teil der Mega Drive Sonics, weil die einfach so viele Neuigkeiten und coole Ideen mit reingebracht haben. Hier in dieser Plus Collection, ihr habt es hier vorne vielleicht einmal kurz gesehen, wo hatten wir die denn? Genau. Es sind zwei neue spielbare Charaktere mit dabei, Mighty the Armadillo und Ray the Flying Squirrel. Wenn ich mich nicht irre, waren die beiden Charaktere in einem ziemlich obskuren Arcade-Game mit dabei, Sega Sonic the Adventure oder Sega Sonic irgendwas hieß es, das es nur in Spielhallen gegeben hat. Und die beiden kommen als spielbare Charaktere in dem Sonic Tails und Knuckles mit dazu, haben eigene Fähigkeiten. Mighty hat so eine Stomp-Attacke, die ein bisschen wie die Blasenspezialfunktion bei Sonic agiert und Ray hat so eine Art Flugoption, die so ein bisschen erinnert an Cape-Fliegen aus Super Mario World. Und die bringen mit den veränderten Sachen leicht angepasstes Level-Design, gibt es hier. Es gibt einen kompletten Spezialmodus namens Encore-Mode, der die Lichtverhältnisse in den Stages ändert und teilweise Sachen neu arrangiert. Neue Bonus-Stages sind mit dabei, die man jetzt entsprechend spielen kann und so weiter und so fort. Content-mäßig ist da tatsächlich neben den neuen Charakteren einiges mit bei, sodass es sich theoretisch lohnt, auch das Ding nochmal zu spielen. Aber wie gesagt, ich wollte es zumindest, wenn ich es dann nochmal groß zocken würde, dass ich es in einer portablen Form mache. Und deshalb habe ich es mir hier entsprechend auch für die Switch geholt. Neben dem Schuber
ist natürlich das eigentliche Spiel dran. Gehen wir gleich drauf. Ich will hier kurz nochmal was zeigen. Da der Schuber wohl universell dafür gedacht ist, dass man den mit dem Artbook hier ausliefern kann, was wohl für alle Versionen gleich gemacht wurde, ist natürlich breiter, das Artbook, als jetzt hier die Switch-Verpackung. Deshalb habe ich mich im ersten Moment gewundert, oh, muss die Special-Verpackung auch so breit sein, mit diesem extra Stück Pappe drin, damit das Spiel nicht auseinanderfällt. Aber ja, wäre es so toll gewesen, wenn man ein kleineres Artbook reingetan hätte? Wahrscheinlich nicht. Das müsste ja alles nochmal neu formatiert und separat gedruckt werden. Mit der Spieleverpackung, das Schöne hier dran ist, dass ihr nicht nur das Standard-Cover habt, mit hier werden nochmal die Details abgefeiert, was hier so los ist, sondern ihr seht es von innen aus, da ist ein Wendecover hier mit drin und ein Handbuch sogar, aber es ist kein richtiges Handbuch. Hier ist das Modul, muss man glaube ich nicht viel zeigen, lecken werde ich jetzt nicht da dran, wir wissen alle, gucken wir mal, geht das mit der Autoschärfe, wenn wir hier da was haben? Komm Kamera, lass mich nicht im Stich. Da, jetzt können wir es einmal sehen, schön, Sonic Mania. Auf dem Modul hier drauf. Mit der Verpackung hier aus. Ich gehe erstmal kurz aufs Handbuch rein. Da das Game ein Wendecover hat, das den ganzen Look im Mega Drive, ja, wie eine alte Mega Drive-Verpackung aussehen lässt, so ziemlich ähnlich jedenfalls, konnten nicht die Garantiebestimmungen, die normalerweise innen drin, im Inlay drin stehen, da man ja mittlerweile häufig auf Handbücher verzichtet und Cover dann dafür mitverwendet werden, ein richtiges kleines Handbuch, was aber nur die Garantiehinweise drin hat und sonst nichts. Also ja, wir haben ja noch das Artbook mit dabei, aber das einzige Mal, dass sich Spielhersteller da herablassen, fast schon wieder ein Handbuch zu drucken, ist es, wenn wir die Garantiehinweise nicht mehr sonst irgendwie auf der Verpackung unterbringen können. Das Wendecover selbst ist ziemlich cool. Auch einer der Gründe eben, warum ich nochmal die physische Version haben wollte und in der Switch-Fassung sehen die einfach nochmal ein bisschen cooler aus, tatsächlich. Ich mag diese schlanke, dünne Form der Verpackung. Haben wir hier ein alternatives Cover, ein bisschen so im Look natürlich aus, mit der Mega Drive-Seiten, das sind natürlich die neueren Mega Drive-Games in Anführungsstrichen. Früher waren die ja mit dem schwarzen Karo-Muster ausgestattet und erst ab Mitte der 90er hatten wir erst diesen etwas leicht moderneren Look, aber es gibt es eigentlich ganz gut wieder mit dem Seitenstreifen, mit hier entsprechenden Details. Ist ein bisschen anders aufgelegt, als wenn man ein richtiges Mega Drive-Modul natürlich hätte, nicht nur von der Größe her aus, aber es ist sehr schön, dass man sich immer die Mühe gemacht hat und ganz ehrlich, ich würde gerne viel mehr Spiele haben wollen, die genau in dem Look mit dem Spine auch nochmal da sind. Da würde ich mir, glaube ich, nochmal mehr physische Editionen kaufen. Ansonsten aber, ey, inhaltlich einige Updates. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt rentiert, da noch ein großes, also ein Review-Video wahrscheinlich nicht nochmal zu den Updates hier zu machen. Schaut euch inhaltlich das an, was es vorher bereits gegeben hat. Aber rein spielerisch von der Seite aus gesehen, sehr schön, dass man es endlich auch physisch kaufen kann. Wenn ich mich nicht irre, sollte man das gegebenenfalls als Upgrade bekommen, wenn man die alte Version von Sonic hat. Da müsst ihr mich nochmal schlau machen, weil da habe ich mich nicht weiter informiert. Da ist ja eh als Retail einmal haben wollen würde. So kostet es 29,99. Die eigentliche Digitalfassung sollte ein bisschen günstiger gewesen sein vom alten. Checkt da mal, ob ihr eventuell nicht das ganze Spiel nochmal kaufen wollt, wenn ihr es nur digital haben wollt. In der physischen Ausgabe ist es aber ganz nice und ja, alle Technikproblemchen, die Switch-Version von wegen ein bisschen Framerate-Einbrüche und nicht responsiven Home-Button gehabt hat, die sind hier ausgemerzt und nicht mehr vorhanden. Ja, und etwas schneller können wir das zweite Ding hier machen, die Street Fighter Anniversary Collection. Solche Unboxings sind immer ein bisschen schwierig, wenn du nicht besonders viel zeigen kannst. Ich habe über die Collection auch ein bisschen was im Retro-Club gemacht mit Kollege Sia, hier in der Xbox One-Fassung. Die Collection selber hat, das sind 12 Titel, glaube ich, ne? 12 Titel aus der Street Fighter-Geschichte von Street Fighter 1, Fighting Street, bis zu Street Fighter 3 Third Strike mit schönen Upgrades mit dabei, mit Galerien, dass man Musik abspielen kann, sich Bilder angucken kann. Charakter-Move-Listen sind hier mit drin, etliche Titel auch mit Online-Gameplay hier mit bei. Das Ding hat ein bisschen so den typischeren Look, wenn man die Spiele hier entsprechend auch macht. Es gibt nur ein Garantiezettelchen, ne, für das, was man hier machen soll. Dann das Xbox One-typische eher, ja, die wirken meist ein bisschen dünn, habe ich immer das Gefühl, ne? Wenn du so Xbox One-Packungen in der Hand hast, ne? Dieses leichte Grün ist eh auch nochmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig und die Sachen hier ein bisschen dünn aus. Die Disc selber sieht nice aus. Es gibt ein Wendecover in Anführungsstrichen, aber es ist kein richtiges Wendecover leider. Wobei es ganz nett ist, dass man hier nochmal so ein Mini-Poster mit dabei hat, aber das kannst du natürlich, klar, das kannst du quasi als Wendecover hier mit drei tun, aber da hast du hier diese komische Mixtur als Spine und das sieht wie Kraut und Rüben aus, finde ich. Also das ist eher schön, dass man sich von innen angucken kann, aber dafür hast du trotzdem immer noch diesen
dummen OSK-Sticker hier vorne. Die Collection selber ist echt cool. Ja, die kann ich wirklich auf allen Plattformen empfehlen, wenn man nicht mehr so viele der klassischen Street Fighters zocken kann, weil man nicht mehr die alten Konsolen und so weiter dann hat. Und die sind schön abgedatet worden. Das Online-Gameplay hat zumindest, wo ich zu Beginn ein bisschen probiert habe, ich bin nicht der Online-Gamer, ich will die so zum Zocken haben, aber es ist schön, dass man dann mal wieder Third Strike oder Alpha 3 oder solche Sachen dann online zocken kann. Ist es auf jeden Fall ein nettes Begleitstück zu dem hier, was wir mit Sonic Mania Plus gesehen haben. Nichtsdestotrotz, ja, das war das Ausgepackt für heute. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich werde noch in den nächsten Wochen ein paar kleinere Ausgepackt-Ausgaben mehr machen, weil ich eine Handvoll Sachen bekommen habe und nicht jetzt ein ultralanges Video machen möchte, wo ich tausend Sachen hier mit rein tue. Aber eine Handvoll werden wir noch machen. Wie gesagt, diese Videos eher gelegentlich, wenn sich mal was anbietet. Und ihr könnt ansonsten natürlich immer Ausschau halten auf gregsmann-rpgm.de, wenn es da Updates gibt. Plauschangriff.de für alle Podcasts aus meinem Umfeld, die werden da gesammelt sein für euch. Und natürlich, das wurde wahrscheinlich hier irgendwo nochmal erwähnt, ihr könnt mich supporten unter patreon.com/rpgheaven, wenn ihr gerne mehr solche Videos wie das sehen wollt oder wenn dann die gewissen Ziele erreicht sind, dass wir wieder sowas machen können wie regelmäßige Podcasts, Gedankensprünge hier auf dem Kanal oder eine neue Top 101 mit einem entsprechenden passenden Thema und regelmäßigen Videos oder vielleicht sogar Livestreams. Das wäre auch nice, wenn wir da mal hinkommen. Ansonsten aber, ich war der Gregor, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war Ausgepackt und bis dann. Tschüss!